Hallo Leute, draußen regnet's. Fußball haben wir gestern Abend auch verloren. Unglücklich, wie ich finde. Aber nichtsdestotrotz, ich wurde gebeten, doch mal ein kurzes Video zu machen, wie sich das verhält mit dem Längenmessblock, den verstellbaren Klammern und dem Einrichten der Maschine, dass das alles sauber funktioniert. So, vielleicht folgendes noch ganz kurz zu den Klammern. Ich habe gestern war eine Reklamation da, die Klammer wackelt hier vorne. Ich zeig das mal. So, dazu ist dieser Ring da. So, also an den Klammern hier, schau mal, da wackelt gar nichts. Da kann ich wackeln, wie ich will. Das passiert schon mal beim Montieren, dass das nicht ganz rangedrückt ist. So, ich öffne diese Imbusschraube hier, gerade ein Stückchen, bis ich den Ring praktisch hier verschieben kann. Hier sieht man das. So. Dann nehme ich meinen Daumen und drücke den von unten dagegen, gegen die Klammer und ziehe die Imbusschraube wieder an. Und jetzt wackelt da gar nichts mehr. So. Das ist also ganz einfach zu beheben. Wenn das ganz minimal wackelt, passiert eh nichts. Aber ich meine, es ist ja wirklich eine Sache von 10 Sekunden. Schraube auf, Daumen dagegen drücken, Schraube zu. Und das war's. So, ich habe hier von meinem Kumpel Volker vier Messer liegen. Die mache ich jetzt gleich. Das habe ich dem gestern versprochen. Bei dem war ich nämlich Fußball gucken. So, davon sind drei relativ gleich, was die Blattstärke betrifft, also die Breite der Schneide. Und eins ist kleiner. So, ich meine, das sieht man deutlich, ja. So, diese drei großen werde ich jetzt einfach in die Klammer einspannen auf eine Länge. Sprich, die werden alle drei ausgemittelt. Ich lege das mal andersrum, da kann ich besser arbeiten. So. Und dazu gehe ich her, öffne die Klammer ein Stück, ja, so, lege die Klammer hier rein und ich mache die jetzt einfach mal hinten plan. Hier, da hinten plan. Lege die jetzt mal hier rein und jetzt nehme ich im Prinzip das größte Messer. So, das schiebe ich rein, gehe mal her. So, das reicht. Hier diesen Block kann ich verschieben. Ich lege das jetzt rein, wie ich denke, so müsste das eigentlich ganz gut zum Schleifen sein. Schieb den Block dagegen, beziehungsweise ich könnte sogar jetzt hergehen und sagen, so, ich gehe jetzt mal auf 143 mm. Das soll jetzt mal mein Maß sein. Stell mir das hier ein. Und jetzt richte ich das Messer da dran aus, an dem Block. Ich mache das nicht, dass ich hier von Hacke zu Spitze hier irgendwas jetzt ausrichte, sondern ich gehe immer mit der Hauptschneide plan dran. Dadurch geht es jetzt hier vorne ein bisschen weg, aber das juckt mich nicht. Und so ein Messer, was nach vorne so gebogen ist, da spanne ich nicht in der Mitte ein. Ich zeige es euch dann gleich, wenn ich es raushole, sondern ich spanne das deutlich weiter vorne ein. So, jetzt habe ich hier so handwarm angezogen, sagen wir mal. Schaut mal, da spanne ich weiter vorne an, weil jetzt kann ich das Messer viel leichter anheben hier vorne und brauche nicht so hochheben hinten. Wenn ich das hier eingespannt hätte, muss ich viel höher meinen Arm heben, wie wenn ich so weit vorne eingespannt habe. So, das ist eingespannt. Also gehe ich her und mache einfach noch mal ein bisschen nachziehen. Leute, da braucht man echt nicht anziehen wie ein Ochse, sondern einfach nur ein wenig. So, dann nehme ich die nächste Klammer, lege die da rein. Dann nehme ich das Santoku-Messer, gehe auch da rein, richte das einfach hier dran aus. Na, komm her. Die Klammer liegt hinten drin fest, also von daher gesehen kein Problem. Habe ich auch eingerichtet. Das habe ich, seht ihr, habe ich ziemlich in der Mitte gespannt, weil da ist jetzt keine große Biegung vorne. Ziehe auch das ein bisschen nach, das war's. So, und jetzt kommt das dritte Messer. Dann nehme ich auch eine kurze Klammer. Die ist auch hinten momentan plan. Auch das kann ich ein bisschen weiter vorne spannen, weil es praktisch
auch eine Biegung macht vorne. So, und auch das nehme ich, ziehe ein bisschen an, das war's. So, und jetzt kommen wir zu dem kleinen. Und da würde mir jetzt eine kurze Klammer nicht reichen, weil da müsste ich wahrscheinlich zu weit verfahren. So, das lege ich jetzt hier rein, richte mir die Klammer schon mal einigermaßen aus. Und jetzt gehe ich praktisch mit dem Messer da rein. Schau mal, wie kann ich denn, ja, so dürfte das ganz gut sein. Dann mache ich hier hinten die Rändelschraube fest, weil jetzt ist die Klammer praktisch auf die Länge geeicht, sage ich mal. Na, komm her, so. Und jetzt ziehe ich hier auch dieses Messer fest. Geh raus, ach so, halt, und mach das nochmal richtig fest. Einfach ein bisschen, zack, das war's. So, und jetzt habe ich auch das Messer hier eingespannt und hier hätte ich noch jede Menge Platz zum Verfahren. Da jetzt alle vier Messer auf die gleiche Länge sind, kann ich meine Toolbar ein einziges Mal einstellen auf die richtige Höhe und dann habe ich praktisch bei allen Messern vorne am Rad denselben Winkel. Ich sage dann immer hier, ich gehe jetzt her, nehme meine Software und so weiter, mache das und das nehme ich jetzt mal hier mit auf, dass ihr mal sehen könnt, wie das aussieht, genauer. So, 3, 2, 1, Bildschirmaufnahme startet. Ich habe jetzt geöffnet die T8 Software und wenn ich jetzt hier runterstreiche, hier draufklicke, so, dann sind jetzt hier meine ganzen Räder, die ich habe, habe ich gespeichert und brauche jetzt im Prinzip nur hergehen und nehme das CBN 400 bis 1000 und jetzt seht ihr hier schon, 250,3 mm hat dieses Rad Durchmesser. Die 12 Grad lösche ich mal raus, weil 12 Grad will ich nicht, ich will bei den Messern 15 Grad machen. So, die Werkstücklänge kann ich ja hier an dem Block ablesen. Das sind in dem Fall 143 mm, habe ich voreingestellt. Die gebe ich jetzt hier ein. Und jetzt schreibe ich hier unten rein meinen Winkel, den ich erzielen will. 15 Grad. Und jetzt seht ihr hier, 172,1 mm muss ich hochgehen mit der Toolbar, um diesen Winkel zu kriegen. So, das mache ich jetzt mal. Jetzt kann ich die Bildschirmaufnahme ausmachen. Dann nehme ich meinen Tiefenmesser. Warte mal, ich mache das mal ein bisschen nach oben und ein bisschen nach rechts. Da ist die Maschine, genau. Und stelle den auf diese 172,1 mm ein. Na, komm her. So, wenn man falsch rumdreht, ist natürlich blöd. 172,1. Das sieht dann so aus. Dann nehme ich den, ich stelle es mal ein bisschen weiter rüber, so, sieht man, ja. Nehme den, nehme die breitere Seite nach hinten und gehe hier praktisch auf die Toolbar, lege das auf, richte jetzt schon so einigermaßen aus und mache das jetzt mal fest. Und jetzt gehe ich mit der Rändelschraube runter auf den Anschlag, so. Und jetzt kann ich die Schrauben hier wieder aufmachen und jetzt bin ich ja noch frei. Jetzt tue ich an der Rändelschraube, lasse ich das Ding runterkommen. Jetzt sitze ich auf. So, und jetzt bin ich frei. Das heißt, jetzt habe ich hier mein Maß. Ich lege hier, wo ich gemessen habe, den Finger drauf. So, dann mache ich euch mal noch ganz kurz ein Rad drauf. So, nur dass man sieht, was ich meine. So, und, na, komm her, so, und wenn ich jetzt hergehe, jetzt ist es eigentlich egal, welches Messer ich nehme, ich lege das hier drauf, warte mal, ich zeige das mal ein bisschen anders, dass man das genau sieht, was ich meine. So, jetzt drehe ich mal die Maschine um. Das braucht nicht runterfallen hier, so.
So. Und jetzt gehe ich her, nehme das Santoku, lege das mal hier drauf. Jetzt mache ich einfach mal mit dem Filzstift einen Strich hier rüber. So. Das sind jetzt 15 Grad, die hier anlegen. Und jetzt kann ich meine anderen Messer nehmen, egal welches. Vorsicht, wenn ein Messer fällt, immer auf die Seite. Kann das hier drauflegen und schaut mal, hier ist wieder mein Strich. Einmal das nächste Messer, auch hier mein Strich. Und jetzt das kurze Messer noch, auch hier mein Strich. Das heißt, ich bekomme bei allen Messern vorne an der Schneidkante den gleichen Winkel. Das wollte ich jetzt mal zeigen und das soll es gewesen sein erstmal. Und jetzt klingelt's. Ciao.